Hallo Sören. Erzähl uns doch erstmal ein bisschen was über dich. Ja, was soll ich da erzählen? Ich wohne auf dem Bauernhof von meinem Vater. Und mit meinem besten Kumpel Kaiu, wir machen immer schön Buddelparty. Was ist denn eine Buddelparty? Ja, jeder bringt eine Buddel mit. Achso, du meinst eine Flasche? Weißt du nicht, was eine Buddelparty ist oder was, Jan? Der Begriff ist mir tatsächlich neu. Meine Ex und ich haben jedes Wochenende eine Buddelparty gemacht. Du hattest also schon mal eine Freundin? Klar, Jan, Svenja, Jan. Ja, ich fast geheiratet. Liebe Hochzeitsgäste, kommen wir nun zum spannenden Teil. Wieso? Sind wir schon in der Hochzeitsnacht oder was? Svenja, du darfst jetzt dein Ehegelübde sprechen. Sören, als ich dich das erste Mal auf der Buddelparty von Oke Hinnack gesehen habe, wusste ich, was für ein crazy Typ du bist. Mit dir kann man Kühe stehlen. Ich liebe dich. Ich weiß, du liebst mich auch. Bei dir stehe ich immer an erster Stelle. Nach dem Haarschau natürlich. Ja, nach dem Haarschau. Nee, Svenja, im Ernst jetzt. Was? Nach dem Haarschau, das weißt du überhaupt. So, dein Ernst jetzt, oder? Svenja, sag mal, was ist das? Ich würde sagen, dass du kurz vor dem Jahr vor deinem HSV denkst, oder was? Nur der HSV, Svenja, das weißt du aber auch. Ich liebe dich ja auch, Svenja, also... Aber den HSV liebst du mehr, oder? Ja, was hast du mit wissen, wie der Kopf ist, wir helfen? Alle Pisse, Jörg! Svenja, Jörg, was ist los, Jörg? Ist das Ihr Ernst? Sie lieben einen Fußballverein mehr als Ihre Frau? HSV! HSV! Kajubelung! HSV! Und alle! HSV! Der Fanger! HSV! Und alle! HSV! Ja, guck mal, HSV! Du bist 6-mal deutscher Meister geworden. Svenja? 0-mal deutscher Meister. Die hat nichts erreicht in ihrem Leben. Kann es sein, dass du Frauen gegenüber ein bisschen respektlos bist? Was willst du denn jetzt, Jung? Ich denke immer an die Weibern, selbst wenn ich mit meinem Kumpel eine Buddelparty plan. Also, Kajuwe, was haben wir jetzt alles für die Party? Wir haben Korn. Ja, dann haben wir ja alles. Meint, wir sollten auch noch mal was anderes holen für die Weibern? Wir wollen Weibern, was wir werden. Die Weibern trinken doch nicht so gern Korn. Ja, willst du jetzt irgendwie so ein Fruchtwasser holen oder was, ja? Was denn mit so einem Maracuja-Obstsaft? Schreib Apfelsaft auf für die Weibern. Maracuja-Saft hört sich zu exotisch an, das will ich hier nicht haben. So, wie sieht das essenstechnisch aus mit dem Grill? Was, ja? Unser Lord. Das gibt ne Wurst, Kai-Uwe. Ja, aber was noch dazu? Das gibt ne Wurst mit Wurst, Kai-Uwe. Schreib das auf. Aber was mit Lisa? Was, welche Lisa? Lisa Hackenbüttel, die ist auch die ist auch kein Fleisch. Dann soll die olle Hackenbüttel in den Kuhstall gehen und das Trockenfutter von die Kühe fressen, ja. Sören, du musst auch mal ein bisschen mehr Gefühle zeigen, sag ich mal. Gefühle zeige ich dir morgen, wenn wir gegen Bremen gewinnen. Also, nur der HSV, Kai-Uwe. Nur der HSV, Sören, Prost. Ich glaube, wenn ich ehrlich sein darf, wird es so nicht ganz einfach für dich, eine Partnerin zu finden. Ich brauche ja auch was Intellektuelles. Bitte? Was Intellektuelles brauche ich, ja. Okay, verstehe. Wie würdest du dich denn in einem Satz selbst beschreiben? Geiler Typ. Geiler Typ für die Weibern, sagt Friede auch immer, ja. Entschuldige, wer? Friede, Jung, das ist die Tochter von Husemerz. Aha. Die wohnt neben die Windkraftanlagen da, bei Bauer Harmsens. Ja. Und die haben mir beim Flaschendrehen, hat jemand gesagt, Sören, bist ein geiler Typ. Und danach haben wir rumgemacht. Ein Feuerwehrfest. Sören, hast du denn schon mal mit anderen Mitteln versucht, deine Frau zu finden? Klar, ja. Mit Kai-Uwe haben wir letztens hier so ein Videochat haben wir ausprobiert. War richtig gut. Das ist ganz einfach, Sören. Mit Zufall werden dir hier gleich ein paar Leute mit Video auf dem Handy angezeigt und dann kannst du mit denen reden, sag ich mal.
Ja, das ist ja eine feine Sache, Kai-Uwe. Dann probier ich das einfach mal aus, oder was, Jan? Jo, drück mal auf Start. Hey. Was ist los, Jan? Oh, da ist es schon weg. Nächste kommt. Hallo. Was bist du denn für eine süße Maus, Jan? Die ist auch weg, Sören, du musst mal irgendwie anders. Wie was, Anna? Was soll ich anders? Also? Mach mal ohne dat Jung. Wie was ohne Jung? Ohne dat Jung immer am Ende. Hey, was geht? Moin, ich bin Sören. Was los? Alles gut. Bei dir? Jung! Schade. Hat nicht sollen sein, Sören. Ja, schade, sag ich mal. Okay, vielen Dank, Sören. Dann darfst du jetzt bitte direkt in diese Kamera deinen Aufruf machen. Ja, moin an alle Weibern. Ich bin's, euer Sören. Ja, wenn ihr mich mal kennenlernen wollt und Lust habt auf ein kleines Abenteuer, jetzt mal in sexuellen Sinne, dann könnt ihr euch mal melden. Zip, zap, schnibbeli, schnapp, ich bin raus. Zick, zack. Vielen Dank, sehr gut gemacht. Da wird sich bestimmt eine ganz tolle Frau melden. Was eigentlich mit dir? Hast du nach der Sendung noch irgendwas... Wollen wir einen Korn haben oder was, Jan? Danke. Sören, ich hab dich gerade in dieser Kack-Sendung gesehen. Was machst du da? Du hast dich für eine andere Frau beworben. Wir sind in einer Beziehungspause, Sören. Ruf mich an. Ruf mich an, Sören. Was soll das? Du bist eingeladen, die Sendung ist überwiegend.